Jo Leute und willkommen zurück zu Portal 2. Wir sind hier irgendwo ganz tief im Untergrund gelandet, nachdem wir GLaDOS ja eigentlich besiegt haben und unser kleiner Idiotenfreund die Anlage übernommen hat und ja, Macht ist nicht gut, Kinder oder so. Und an die Erwachsenen, die ihre Macht nutzen, hört damit auf. Es ist nicht lustig, es ist auch nicht cool, es ist einfach nur dumm. Aber ja, okay. Was auch immer, was ich sagen wollte, ist, auf jeden Fall GLaDOS wurde in eine Kartoffel verwandelt und wurde von den Raben entführt. Und ich weiß nicht, wo wir sind. Ich weiß nicht, ob wir GLaDOS jemals wiedersehen. Ich hoffe nicht, aber na gut. Ich weiß halt echt nicht, was jetzt noch kommt. Ich war auch der Meinung, dass der letzte Part sein könnte. Ja, aber Plot Twist, unser schöner Kumpel hat die Anlage übernommen und will uns alle umbringen. Oder so. Ich kann da oben, glaube ich, ein Portal schießen, oder? Nein, kann ich nicht. Auf jeden Fall kann ich hier ein Portal hinschießen. Dann ist die Frage, wo kann ich jetzt noch ein Portal hinschießen? Ich muss ja, denke ich, irgendwie wieder nach oben kommen. Na, komm. Ha. Ist halt jetzt wirklich nur die Frage, ob wir wirklich nach oben müssen oder irgendwo woanders hin. Ich guck nochmal hinten weiter, vielleicht ist da ja noch irgendwo etwas, was ich vielleicht übersehen habe. Okay. Hoppla, so. Ja, auf jeden Fall, hier scheint nichts weiter zu sein. Das heißt, ich muss wirklich hier irgendwo in die Luft schießen. Das ist halt wirklich nur die Frage, wohin. So. Also entweder bin ich blind oder ich finde wirklich gerade nichts. Aber wenn ich raten müsste, würde ich eigentlich wirklich sagen, es muss da hinten irgendwo was sein. Ich meine, für die Leute, die das Spiel kennen, die wissen jetzt wahrscheinlich, wo sie hinschießen müssten. Nur, ihr müsst bedenken, ich kenne das Spiel nicht. Ich weiß halt gerade echt nicht, wo wir hin sollen. Ich würde halt wirklich raten nach oben, aber... Ja, wenn ich hier halt nichts habe, wo ich drauf schießen kann, außer das da. Und ich glaube kaum, dass mir das hier was bringt. Aber gut. Und dieses Rohr, das zeigt halt so in diese Richtung, muss doch irgendwo was sein. Oder wir machen das ganz einfach und gehen einfach darüber. Wow. Dann gehen wir darüber. Okay. Okay. Es war doch nicht so kompliziert wie gedacht. Fuck. Okay. Entschuldigung. Egal, es geht weiter. Und ihr habt hier immer noch die Gunst der Vorspulfunktion. Also, wenn euch das gerade so langweilig war, ich habe absolutes Verständnis dafür, dass ihr das gerade vorgespult habt. Aber gut. Vor allem, wo sind wir hier bitte? Warum ist hier alles Schrott? Aber gut. Keep out.
Do not enter. Das hört sich nicht so freundlich an. Ich kann die Tür nicht öffnen, okay. Aber lass mich ran, ich kann da irgendwo ein Portal rüberschießen. Sowas von, ich meine. Was, Ansicht vergrößert? Ich kann zoomen. Okay, aber das kam, als ich hier stand. Also muss ich doch wahrscheinlich irgendwo mich hier oben weiterhin schießen. Zum Beispiel da oben. Dass das wirklich geklappt hat. Ich meine, what the fuck? Da musst du wirklich ein gutes Auge haben, um das zu sehen. Okay, dann. Wo zur Hölle soll ich jetzt hin? Ah, wahrscheinlich darüber. Genau. Und von hier aus muss ich dann. Fuck. Das hat jetzt geklappt, oder? Ja, jetzt bin ich in dem Bereich, wo ich eigentlich nicht rein sollte. Okay. Sehr schön. Bin ich in die richtige Richtung gegangen, oder? Ich hoffe es. Okay. Auf jeden Fall, es sieht hier nicht mehr wirklich nach dieser Anlage aus, wo wir am Anfang waren. Wo zur Hölle sind wir? Ich meine, wir sind scheinbar draußen. Aber irgendwie auch nicht. Wir sind scheinbar im Untergrund oder so. Schwebt die Firma irgendwie und wir sind jetzt einfach nur da drunter. Hat es gerade geleckt oder was wegen den gelaufen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sehe ich ständig, dass bei der Aufnahme es leckt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also mein Spiel läuft flüssig. Das ist irgendwie mein, ja, meine Aufnahmedingens hier, die es ständig zum Laggen bringt. Und was zur Hölle? Da ist ein riesiges Portal. Also, was heißt Portal? Ich meine, riesiges Tor. Hey, hallo erstmal. Gucken wir mal, was hier oben drin ist. Wenn hier überhaupt irgendwas drin ist. Da ist ein Knopf. Ich drück mal drauf. Irgendwas, was auf Zeit. Ich verstehe schon. Ich verstehe. Ich kann hier drin ein Portal machen, richtig. Okay. So. Beide gleichzeitig gedrückt, öffnet scheinbar das Tor. Richtig. Okay. Ist nur die Frage, wie öffnet sich das Tor? Ah, nach oben hin. Okay, sehr gut, dann. Kann ich da ja gleich hin. Ich glaube, das Tor öffnet sich gleich, sobald die Schranke oben ist. Gott, was zur Hölle. Okay. Und ja, das hat sich wirklich geöffnet. Hinter dem fetten Tor ist einfach eine kleine Tür. Und ein Stuhl. Ich höre Wasser. Das war's mit Wasser, als wäre es gerade irgendwie den Abfluss runtergelaufen. Okay. Scheinbar sind wir im nächsten Kapitel. Oder so. Obwohl, klar, das war weiterhin keine Spur. Ich hoffe wirklich, dass wir die nicht wiedersehen, aber. Das ging irgendwie ein bisschen sehr schnell mit dem Bösewicht ausschalten und sowas. Ja. Ich glaube nicht, dass das letzte Mal war, dass wir Glaubens gesehen haben. Und wir haben hier wirklich Wasser. Das sieht nach, also laut Bild nach einem ziemlich ätzenden Wasser aus, also. Ja. Hi. Ach du Scheiße, was? Was machst du?
Also, falls er erst oben ist. Okay. Und da ein Portal hinschießen. Und hier ist eine Tür, wo wir sehr wahrscheinlich nicht, oder? Wenn da kein Secret drin ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich meine, das schreit hier doch nach Secret. Ah, hier ist ein Hebel. Und was hat der jetzt gemacht? Oh, die Tür ist offen. Oder ich muss hier längs. Caroline, so hieß doch dieser Geschützroboter, den wir vom Laufband gerettet haben und dann aus Versehen an der Schranke getötet haben. Aber der hieß doch Caroline, oder? Und scheinbar sind wir jetzt irgendwo, ja, bei der Gründung dieser Firma angekommen. Komme ich da irgendwie rauf, ne? Oder kann ich das weiter? Und höher eventuell noch? Wenn ich da schräge reinspringe. Ja, komme ich hier rauf. Okay. Ist nur die Frage, ob ich hier rauf überhaupt muss. Notice, please excuse, was auch immer. Okay. Da kommen wir scheinbar nicht mehr rein. Was auch immer da mal drin war. Aber so sah es hier scheinbar damals aus. Also das muss hier wohl der Haupteingang gewesen sein oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir hier oben längs. Sehe ich gerade. Achso, da kann ich. Also da können wir auf jeden Fall nicht längs. Weil ja, ich kann da halt nirgendwo ein Portal hinsetzen. Okay, sehr schön. Warum kann ich auf dem Boden keine Portale machen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir da nach oben jetzt. Und mal sehen, was hier so schönes auf uns wartet. Ich meine, what the fuck, wir laufen einfach oben auf dem Gerüst rum. Was ist hier? Okay, ich muss schon mal irgendwo mit Schwung hin. Warte mal. Wenn ich es dahin mache, dann komme ich doch mit Schwung darüber. So, genau durch das Loch und ich musste scheinbar wirklich hier rüber. What the fuck? Wir sind jetzt einfach, ja. What? Okay, auf jeden Fall scheint der Cave Johnson, das scheint das gewesen zu sein. Alter, der sieht fucking alt aus. 1947, 1943, 1949. Das wird irgendwie, finde ich gerade so, extrem lustig, wenn dieses Spiel in 100 Jahren eventuell nochmal gespielt wird. Und er das hier so sieht, 1900 sonst was. Fuck. Aber gut, wer weiß, ob das Spiel überhaupt in 100 Jahren nochmal gespielt wird. Wer weiß, ob das von Grafik her überhaupt in 100 Jahren noch ansatzweise gut ist.
Aber ich scheine hier hingehen sogar zu müssen, also war es ja doch irgendwie kein Secret und so. Sah halt nur so aus. Das ist ein Aschenbecher. Okay, cool. Gehen nach unten. Nein, es geht nach oben. Was denn jetzt? Achso, falls ich unten bin, kann ich ihn wieder runterholen, die Fahrschule. Okay. Also kann ich runterfallen? Nehme ich mal an. Okay. Okay, wir sind ganz oben. Was wollt ihr schon wieder mit Ansicht vergrößern? Ich kann runterlaufen, sehe ich gerade. Sollte ich das? Ich glaube nicht. Andererseits, warte mal. Hier kann ich ein Portal hinsetzen. Da auch. Okay, ich kann schon mal wieder irgendetwas mit einem Schwung machen. Geh nochmal nach oben. Und dann gucke ich nochmal. Was zur Hölle ist das? Hier ist doch irgendjemand. Wenn ich hier ein Portal hinsetze, dann könnte ich doch darüber fliegen, oder nicht? Alter, was zur Hölle. Okay, ich gehe einfach mal runter und springe durchs Loch. Mehr als sterben kann ich eh nicht. Also im Spiel. In Real Life wollte ich jetzt noch nicht unbedingt sterben. Aber gut. Ja, okay, das ist so mein ziemlich sicherer Tod. Ja. Okay, gute Nacht und so. Bin mal echt gespannt, was noch alles kommt, weil irgendwie müssen wir, denke ich, jetzt unseren kleinen Begleiter töten oder so. Na gut, dann gehen wir halt erst einmal darüber. Was auch immer wir hier machen wollen. Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich. Das ist pure Grundlagenforschung. Wozu es gut ist, wissen wir nicht. Vielleicht passiert gar nichts. Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte. Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus. What? Wenn du nach dem nächsten Test zur Toilette musst, sag einem Mitarbeiter Bescheid. Denn höchstwahrscheinlich wirst du in irgendeiner Form Cola ausscheiden. Das ist nur ein vorübergehender Effekt. Wenn er aber länger als eine Woche anhält, besteht Grund zur Sorge. In dem Fall benachrichtige uns bitte umgehend. Da leuchtet irgendetwas, wenn ich drauf schieße. Ich glaube, ich muss da irgendwie hin. Oder so. Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal. Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt. Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert. Was zur Hölle? Aber der Typ scheint auch nicht so korrekt zu sein. Wenn ich das mal sagen darf. Ich meine, ja. Muss ich zur Tür da vielleicht? Dass wenn ich hier einmal rüber geschossen werde, irgendwie. Ne, müsste ich ja hier, aber. Doch, kann ich. Never mind, dann, muss ich da oben ein Portal hinsetzen? Und dann wirklich hier unten und mich einmal durchfallen lassen, dann sollte das Ganze klappen. Und ich denke mal, das Problem, warum das eben nicht geschafft hat, ist dieser Winkel, der halt da vorhanden ist. So, okay. Au. Oh Gott, das ist das Ding, das überhaupt überlebt hat. Okay. Hi. Da kann ich auch ein Portal wieder lassen, ja. Ja, war ein Hebel. Der macht jetzt was genau? Ah, der öffnet die Tür hier. Okay, sehr schön. Und aktiviert das Ding hier. Ich weiß noch nicht, was das ist. Yay.
Okay, was auch immer, da kann ich nichts machen. Dann gucke ich mal, was passiert, wenn ich da durchgehe. Mist. Hätte ja klappen können. Egal, dann schließen wir aber auch wieder das hin und gehen durch. Und ich sehe gerade, hier steht irgendwas von Gale Flow und so. Und ich bin der Meinung, wir müssen da auch längs. Ich erinnere mich irgendwie gerade, dass ich irgendwo mal was gesehen habe, dass noch so ein Gummigel-Dingens kommt. Keine Ahnung. Das heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so bei Aperture. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay, ich bin mal echt gespannt, was jetzt gleich kommt. Weil ich habe da wirklich irgendwie eine ganz dunkle Erinnerung gerade im Kopf. Frag mich aber nicht, woher ich das jetzt... Kann sein, dass ich irgendwann, keine Ahnung wann, mal was von diesem Spiel gesehen habe, aber alles andere bisher war halt wirklich blind. Aua. Blind. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch, aber aufschlussreich, sagen die im Labor. Wow, Arschloch. Okay, also der letzte ist scheinbar so ziemlich gestorben, weil er nur Farbe bekommen hat. Und wir kriegen jetzt wirklich dieses Gel. Das, was ich in Erinnerung hatte. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ja, genau das. Man bounce damit. Okay, dann... Gehen wir mal ein bisschen höher. Ah, okay. Ich musste also irgendetwas drauf machen. Ich bin aber, wenn ich jetzt hier runter hüpfe, komme ich auf der anderen Seite wieder hoch. Ja. Man springt nämlich genauso hoch wie von der Höhe, wo du halt runtergesprungen bist. Ach toll. So. So, und dann. Die Jungs im Labor meinen, ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen, ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht, noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden, wie ich will. Ja, du scheinst wirklich nicht der beste Chef von allen zu sein, aber na gut. Da oben kann ich hinschießen. Einfach mal ausprobieren. Mehr als sterben kann man nicht. Versuchen wir es in die Richtung. Vielleicht ist das die richtige. Vielleicht auch nicht. Sieht auf jeden Fall richtig aus. Wir das Gel mit Nanopartikeln. Diese kleinen Dinger werden milliardenfach in deine Blutbahn eindringen und neuartige Gene und RNA-Moleküle in deine Tumore einschleusen. Du sagst, du hast keine Tumore? Keine Angst. Wenn du in der Lobby ohne Beinunterwäsche auf einem der Klappstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Wow. Ich sage, der Typ kann nicht ganz der beste Chef gewesen sein oder so. Weil er scheint einen relativen Fick auf andere Menschen zu geben. Wo kann ich denn? Oh, da. Okay. Und dann kann ich den Cube hier holen. Was auch immer. Ah, okay. Ja, was auch immer ich damit soll. Ist, denke ich mal, klar, was ich damit soll. Ich meine, ich kann dann dahin. So, okay. Dann mache ich das und das macht... Was? Ah, okay, dass ich hier an der Wand hinschießen kann. So kann ich nämlich hier runterspringen und hier rauf und ich bin irgendwie weiter, denke ich. Keine Ahnung. Muss ich jetzt das machen, was ich denke, was ich machen muss? Man muss hier wirklich einen scheiß Wandsprung machen. Wie dämlich ist das denn? Okay. Ich kann hier runter, aber ich glaube nicht, dass ich hier runter sollte. Deswegen springen wir einfach hier hoch. Aktivieren das und
Dann will ich trotzdem nochmal gucken, was eventuell da unten wäre. Das sieht nach meinem ziemlichen Tod aus. Danke für Ihre Aufmerksamkeit oder so. Okay. Das heißt, wir haben hier auch wieder eins aktiviert. Kann ich eins machen? Nein. Dann muss ich eben nochmal dahin. So. Und Exit. Sehr schön. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Alter. Was zur Hölle habt ihr hier getestet? Und wieso testet ihr mit Sachen, die ihr nicht mehr kennt, an lebendigen Wesen? Seid ihr bescheuert? Oder so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall würde ich sagen, das war es soweit von diesem Part. Also, wenn es euch gefallen hat, schaut das nächste Mal wieder rein. Bis dahin, Leute, und ciao.